Ja, und das sah doch diesmal deutlich anders aus. AM UDNF Front entschließt sich, auf der City-Side zu starten. Und von daher geht's los mit unserer ersten Runde auf Mirage. Space Soldiers mit einem schnellen Run-Boost für Xantaris. Der bleibt defensiv in der Mitte. Die Space Soldiers bewegen Richtung Base-Mods, langsam Richtung Apps. Und da steht AEM immerhin schon zu dritt. 3-6, bekannt, 50 AP, Angriffsstoss. Jetzt kommen sie close, links, rechts, aus dem Window raus. Bombe ist down. Und Rigon und Hector halten bislang die Space Soldiers noch gut in Schacht. Rigon! Jetzt muss er warten, denn Rex kommt jetzt erst von Short. Beide Spieler auf Kurz, Magier in Kitchen, Kerlix in Apps. Die Smog, die ist gleich weg. Ja, sie haben eine erste USP, sie haben eine P250. Währenddessen AEM sich komplett von Kurz verabschiedet. Die versuchen's über die Küche. Kerlix holt die Bombe. Rex schaut mal. Bombblend gehört. Rion schaut Richtung Spots. Oh, Rex weiß, dass Magier hinten an der Bank steht und sie haben keinen Fokus Richtung Kitchen. Jetzt aber Kerlix mit Infos, mit wichtigen Infos. Und Magier muss abliefern. Links, rechts kommen sie, pushen sie. Er hat den Rion und Rion noch. Er muss nachladen. Magier mit 4 und der 1-0 für die Space Soldiers. Ei, ei, ei. Starke, knappe erste Runde. Und diesmal gibt es nur eine AK. AEM mit dem 5-Mann-Mitte-Hold. Oh, Resets. Kurz mit Zen. Ah, da kommen sie aus Kurz, aus dem Connector raus und machen guten Schaden. Xantaris, Kerlix, doppeln Rex, Reese in der Eagle, versucht es vergeblich. Aber für mehr als 3 Frags hat es nicht gereicht. Dritte Runde, Pistol Eco bei AEM, die Space Soldiers jetzt mit 2 AKs. Ja, und die CTs gehen hier auf den 5-Mann-A-Stack, lassen also die Mitte und den B-Spots komplett offen. Und da haben eben die Space Soldiers einen einfachen Bomb-Go vor sich. Einfach raus. Merkt es auch, hey, hier ist nichts los. B ist komplett offen. Und auch das bekommt jetzt AEM mit, stellt sich defensiv in den CT-Spawn rein. Engine. Mit einer ersten Info, einem ersten Frag, einem ersten Vorteil. Vielleicht schaffen es ja die Deagles. Von Rigon, Rex, dann noch ein bisschen Schaden zu machen. Ah, gab den Boost hinten im CT-Spawn, was jetzt links, rechts, kommen sie von beiden Seiten. Gibt eine Flash rein, die ist extrem gut. Hectors hat keine Chance mehr. Und immerhin, beide AKs können gesichert werden. Also wenig Verlust, was die Economy angeht. Die 3-0 Space Soldiers. Wieder ein guter Start auf der zweiten Map. Und AEM vielleicht mehr diesmal ein bisschen mehr Glück in der ersten Byrons. Gibt den AWP, gibt M4s, Kevlar, Granaten, aber wieder kein Death Kit. Oh, die ersten Nades scheinen guten Schaden zu machen. Magier. Angehittet, Kerlix auf 60, oh, Zen mit der M4 blind gewesen, aber holt sich 2, holt sich vielleicht den dritten, nein. An Engine, ja, schafft das erstmal nicht gegen die AK, Rigon auf dem A-Spot erfolgreich. Und das eben lässt Engine in einem 1 gegen 4, also die erste Runde, die erste Byrons auf Mirage scheint dann doch direkt zu fruchten. Nur die Frage jetzt. Bleibt man defensiv? Doppelt piekt man. Und er versucht das One by One und gibt da vielleicht Engine noch eine Chance. Nein. Der schafft es nicht mal gegen den ersten. Erste erfolgreiche Runde für AEM. Nur können sie anknüpfen. Können sie jetzt noch die zweite Folgerunde hinten dran setzen?
wieder. Relativ geschlossener Aufbau für den B-Spots. Mitte abgeaimt, T-Spawn abgeaimt. Und hinten auf B steht Hektos mit der AWP. Oh, das ist eine gute Position, hinten den Schlüssel abzuheben. Jemand hinten dran für die Space Soldiers. Hektos kann schnell runterdroppen. Tich hat unten Rex als Backup mit bei mit der M4. Und die ersten Granaten kommen raus. Die ersten Swats, Flashes, Hektos, den ersten durch getroffen. Instamount auf unten unter das Window. Engine brennt an, genauso wie Pass. Rex hinten an der Molotow-Kante. Und das ist eine Überzahl, die sich hier die Space sichern können. 3 gegen 2. Zen kommt hinten über Apps. Resex über Kurz. Und die Bombe. Die ist schon gelegt worden. Sie haben ein Kit. Also durchaus Chancen. Sollten die zusammen den Retake noch komplettieren. Magier hält Apps, Kedix, Kurz, Mix and Terrace. Na, der erste Schaden ist gut. Reicht aber nicht ganz. Zen weiß. Bang steht. Immer noch Magier unten mit der Mac-10. Keine Folgerunde für AEM. Direkt wieder zurückbauen worden auf den Boden der Tatsachen. Die Space Soldiers mit einer Chance, die Führung wieder auszubauen. Das, ja, obwohl AM sich hier in den Force beiwagt. Mit einer Scout, Triple Deagle und einer UMP. Die Space Soldiers mit einem aggressiven Mittelspiel. Einfach durch, Richtung Connector, Richtung Kurz, sehr schnell Raum einnehmen. Rigon, ja, und den Deagle zweimal. Schön reingeschossen. Und die Überzahl hergestellt. Auch mit Pistols. Jetzt 2 SMGs und der Scouts. Gegen 3 AKs durchaus Erfolgsmöglichkeiten. Xantaris. Uiuiui. Bekommt dafür Long Distance ordentlich einen mit. Kedix. Connector steht, Kurz steht, Sparrow sitzt nicht wirklich und dann kommt von hinten schon Resex mit der UMP. Und das ist Magier in einem 1 gegen 5. Also der Spieß direkt im Anschluss umgedreht. Am Ende ist das nicht mal ein einziger, den sich hier die Space Soldiers sichern können. Doch, die begeben sich erstmal in die Force Baron. The Pistols, einer SMG, Engine mit einem guten Headshot, pusht einfach raus. Ja, reicht doch nicht ganz gegen Resex, aber das ist defensiv, lass hinten Rex so ein bisschen die Arbeit machen mit der AK-Bombe, Drop Down. Kennex Medic mit einem, aber nicht dem zweiten. Und zum Terrace of Kurz wird schon gepre-fired. Und nur da reicht's nicht. Aber die Space Soldiers scheinen jetzt so ein bisschen die Confidence abzugeben. AM mit einer Möglichkeit auf einen 4-4-Ausgleich. Denn nach der letzten Force Baron, ganz klar, heißt das erstmal ab in die Pistol Eco Round. Rigon, Connector, Rex auf Kurz, Window, Stände Hektos. Na, das reicht nicht in den Pistols. Keine Chance. Jetzt den Erfolg mitnehmen. Den Aufschwung. Möglichst lange beibehalten. Dann hätte man gute Chancen. Gerade aus der ersten Hälfte auf Mirage. Aus der Map, die sie unbedingt brauchen, um hier eine Chance zu haben, in das beste Finale als Sieger hervorzugehen. Mit einer guten Führung aus der ersten Hälfte rauszugehen. Hektos mit der AWP. Die Space Soldiers aufgeteilt. Dreimal Richtung Rampe, einer Palace, einer in der Mitte. Magier aimt da erstmal noch ab.
Warte drauf, dass ich da vielleicht irgendwas zeigt und dann geht's eben los. Ab auf den Aspar drauf. Kelly, Country, unten und Olsen gedoppelt. Und Hectors mit der AWP muss aufpassen. Links, rechts kommen sie jetzt close. Sie schauen Richtung Jungle, Richtung Firebox. Und auch hier dreht sich der Spieß erstmal um. 1 gegen 4 Unterzahl aus der Sicht von AEM. Die Space Soldiers ziehen das Tempo ein bisschen an, kommen schnell auf den Aspoid raus mit schnellen Granaten. Resex versucht vielleicht noch ein bisschen Schaden zu machen. Er weiß, die Bellows haben nicht wirklich viel Geld auf der Bank. Und jeder Verlust tut doppelt weh. Pass ist raus. Ja, nur mehr auf die Jagd gehen tut man doch noch. Zum Beispiel mit Kalix. Der steppt nochmal laut. Resex hat die Info. Kommt mit der Ark ja auch zum zweiten Erfolg. Und jetzt am T-Spawn, da steht Engine. Resex weiß, warum nochmal pieken. Die Runde ist vorbei. Die Waffe ist safe. Und die Führung bleibt bei den Space Soldiers. Eine AWP für Resex, eine AWP für Magier in der Mitte. Oft auf einen Offensivputsch. Und da kann er lange warten, denn Rigon, Hectors spielen das Ganze extrem defensiv. Dann gibt es ein paar Offensivgranaten rein. Ja, bislang noch nicht den gewünschten Erfolg gegen die Space Soldiers haben. Die fokussieren sich erstmal auf die Mitte. Kommen dafür jetzt über Upper Mid, über einen Underpass mit Engine. Magea, Kalix zu dritt nehmen das Ganze ein, oben im Palace. Ja, direkt der erste Erfolg für Zen, den aber Resex instant traden kann. Oh, die Nate, die kann sich sehen lassen. Engine runter auf 50. Xenteris mit einer ersten Smoke Richtung B, Fixpunkt anversiert, oh, und die fliegt hinten in Richtung Kitsch. Resex, Rigon und Hectors wissen Bescheid, aber die Space Soldiers faken das Ganze nur an und können jetzt sich gerade mit Engine über Connector ordentlich die Rotation abkappen. Rigon, da musst du damit rechnen, dass Jungle bereits infiltriert worden ist. Engine ist erfolgreich. Schafft hinten ein Loch in der Defense. Nur Resex ist noch da und die Zeit wird knapp, aber instant kommt Xenteris von der Rampe mit raus. Und die offensive AWP ist weg. Hectors allein gelassen, wir die einzigen Unterzahl. Und erneut wird man hier auf den Save der AK mit Kevlar, Kit und der Flash gehen. Zen kann kaufen, Rex kann kaufen, Resex kann kaufen. Nur Rigon, der braucht einen Drop in der nächsten Runde. Ja, man geht so ein bisschen auf die Jagd. Ich habe selbst nicht wirklich allzu viel Geld in der Tasche drin. Hectors hört aber keine Steps mehr. Und somit sind es wieder zwei Runden, die sich hier die Space Soldiers absetzen können. Connector. Hat ein bisschen gebraucht, trotzdem reicht es dafür in den ersten Vorteil, auch wenn er ins getradet werden kann. Rex wird hinten von kurz aus der Smoke raus, bekommt eine gute Nate ab. Und Zen, der weiß, dass da einer im Connector drinstehen muss. Jump dran, schaut nochmal, hinten kommt jetzt Kalix. Die Doppel-AWP scheint sich bislang nicht bezahlt zu machen. Resex versucht es über den Connector von kurz. Hectors im CT-Spawn. Die Space Soldiers etwas offensiver. Kalix auf dem Spot. Pass im Jungle. Man steht im Baumplant.
Na, die Flash in Richtung Ziel ist von erstmal abgebrochen worden. Bombplant geht durch. Und Hectors hofft noch immer auf einen vielleicht offensiven Move in Richtung Cetis. Bomb gibt eine erste Flash rein. Das hört man jetzt. Kallax weiß Bescheid und die Flash ist gut. Richtig stark. Und wieder ist es Resex, der hier versucht, irgendwas zu retten. Ja, und die behält er auch. Siebte Runde Space Soldiers, eine Runde vor der sicheren Halbzeitführung. Und AEM kauft rund auf 2, 2,5. Gerade mit der Kombination der AWP und dem Defuse Kit könnte es durchaus einen Erfolg geben. Gerade mit 2 MAC-10s bei Engine und Xantaris. Gibt schnelle Flashes von der Granaten Richtung B-Spot. Rotation kommt rein. Rieger mit Riegel guckt hinten. Schaut, holt sich Engine. Und dann ist eben auch schon Resex mit der AWP zur Stelle. Bomben noch nicht vollzogen. Pass. Kallax on Spots. Magea kommt langsam und gemächlich von kurz. Um da vielleicht so ein bisschen die Rotation abzukappen. Aber alle 4 CTs stehen sie in Kitchen drin. Na, sie wollen es noch versuchen. Sie haben ein Kit. Warum also nicht das Risiko eingehen? Instant Trade, nachdem es da 3 Frags gibt. Rigon alleine von hinten. Da kommt schon der erste über Kitchen. Kallax auf Short. Und die harte Führung ist sicher. Sichere Achter für die Space Soldiers. AM. Hockt noch auf 4. Und sie versuchen es erneut mit der Doppel-AWP. Mit Rigon, Rex. Mal kurz reingeschaut Richtung Underpass. Rigon, Zeke's and Terrorist. Und der M4 Spray sitzt sich. Und wieder direkter Nachteil für AM. Sam, Ladder Room. Rex. Oben Richtung Jungle, Window, Connector. Da sneakt sich Kallax. Na, schon gefährlich nah dran. Es geht auf den A-Execute. Und nur Magea, die hier den Offensivpush vom B-Spot nicht aufhalten möchte. Damit AEM da keine Offensivinfos bekommt, kommt jetzt ebenfalls langsam Richtung Underpass. Dann gibt eine erste Flash Richtung Spot. Zen guckt Richtung Kurz und dann eben geht es auf den Underspot rauf. Und da steht aktuell nur Hectors. AWP ohne Kevlar. Granaten hört er, Infos hat er. Schaut noch immer Richtung CT-Spawn. Zen Long Distance mit ein bisschen Schaden gegen Kallax. Aber viel mehr kann da AEM aktuell nicht ausrichten. Und von daher geht's wieder. Erneut in den Safe. Diesmal mit 3 Mann, 2 AWPs und einer M4. Resex muss aufpassen, genauso wie Magea. Der könnte hier in Apps beide Spieler rausnehmen. Und das ist Gold wert. Wenn er hier beide AWPs disablen kann, der Fokus nur auf Kurz und Magea. Ganz einfach. Damit haben sie nicht gerechnet, dass man hier noch so weit in Richtung Underpass stand und beide AWPs disabled. Resex, Upper Mid, ebenfalls gespawnt worden. Engine kommt da schon langsam vom T-Spawn aus, hoch über die Treppe. Na, 13 AP hat er noch, aber Magea ist schneller, als die Runde vorbei ist. Schöner Vego. Einfach durch. Es gab ja keine Waffen-Saves. Aber Resex könnte gerade mit der Shotgun auf die Close Distance viel Schaden machen. Und das tut er auch.
Holt sich einen, holt sich zwei mit Rex in Kombination. Und die Bombe, die ist noch nicht down, aber ist bekannt. Kellix angeschossen auf 30, Magier auf kurz noch immer abgesmoked. Tja, und Magier dann eingelassen. Spray zwar Rigon dort, aber instant gibt's die Antwort von Zen. Fünfte Runde. AM, letzte Runde, erste Halbzeit. Doppel-AWP AEM, 5 Mann A-Castet bei den Space Soldiers und diesmal wieder gemeinsamer geschlossener 35. Sam mit der ersten Flash. Guck mal, Rampe rein, sieht Magea. Rigon muss da direkt aushelfen, die Granate Richtung Pennis kommt gut, macht guten Schaden gegen Centaurus. Die Flashbangs sitzen aber auf den Space Soldiers. Rigon blind. Oh, in der Smoke auf 8 HP angeschossen worden und die Flashes. Tja, die hageln jetzt rein Richtung Wormspot. Weiterhin nur eine Ein-Mann-Überzahl für die Space Soldiers. Rigon auf 8 HP, blind. Oh, da kommt auch natürlich auch Rex aus dem Connector zur Hilfe. Und der Schaden gegen Pass ist echt gut. Rex, Resex. Bombe liegt nicht. 50 Sekunden. 1 gegen 3. Und Resex. So, holt sich Pass. Ist bekannt jetzt. Kellix, Xenteris wissen Bescheid. Gibt eine erste Smoke-Bombe gepickt. Offensiv gelegt. Und Resex. Ah, schafft es nicht aus der Smoke raus. Und wir haben eine 10 zu 5 Halbzeit für die Space Soldiers. 5 Runden Führung auf der T-Side. Schafft es AM vielleicht, sich die Pistol Round zu schnappen, den Vorsprung relativ schnell zu dezimieren, der Space Soldiers. Und vertraut hier auf einen 4-1 Setup, 4-Mann Richtung Arsbox und Terrace. Oh, Long Distance, bisher nicht erfolgreich. Lässt den ersten aber nicht runterdroppen. Und dann kommen wir die Pistol zum Einsatz. Xenteris mit der USP. Und der scheint hier alles wegzuklicken, was er vor die Flinte bekommt. Rigon. Gott, gedoppelt, getrippelt fast von Rex. Weißkurs offensiv, da steht Kellix. Und dessen Resex im CT-Spawn im Pass im Auge hat. Rex kommt aus dem Connector raus, schafft es aber nicht oben durch. Und die Bombe ist down. Bombe ist down in den Händen des Space Soldiers. Und Resex vor einer schier unmöglichen Aufgabe. 1 gegen 4. Mit Glock only. Kein Kevlar, keine Granaten, gar nichts in der Hand außer die Piste. Er will es versuchen. Man muss aufpassen, der Magier steht im Window drin, aber kommt einen schnellen Headshot mit. Oben, Xenteris angeschossen gewesen. Jetzt aufpassen, bloß nicht einen einzigen 4 schenken. Dem Resex, Pass, Engine, gute Defensivpositionen, pieken beide gleichzeitig rum. Und lassen ihm dann Resex keine Chance mehr. 11. Runde Space Soldiers, auch hier der Erfolg in der Pistol Round. Anti-Eco durch den fehlenden Bombplant bei AEM. 5 CZs, 5-mal Kevlar, 2 Smokes und 3 Flashes. Oh, sie gehen schnell in Richtung B-Spot. Kellix defensiv obendrauf, Pass mit der M4. Oh, und die Bombe liegt am T-Spawn. Was ist hier der Gedanke gewesen, die Bombe einfach liegen zu lassen? Die Spayers wissen nichts. Pushen natürlich jetzt von Kitchen und hinter Apps einfach durch. Resex. Oh, bekommt den zweiten. Ist ein 1 gegen 2. Mit 5 HP bei Xenteris. Und Engine hat Glück.
dass er noch irgendwie davon kommt. Jetzt die Piste leer und das ist ein einfaches Spiel. Bugs and Terrors lässt ihn da erstmal rauslaufen. 60 Sekunden. Jetzt fangen die Mind Games an. Denn Xanteros weiß auch, die Bombe liegt nicht. Er muss von irgendwo über Kitchen, über Kurz kommen. Die Bombe muss ja theoretisch auf dem B-Spot irgendwo down sein. Nur das ist sie nicht. Resex. Oh, er hofft drauf, dass Xanteros dann nochmal irgendwo offensiv jetzt pusht. Was jetzt erst gemächlich der Fall ist. Bleibt trotzdem auf dem B-Spot. Und die Zeit wird knapp für Resex. 18 Sekunden. Oh, ob das noch reicht? Könnte knapp werden. Sehr knapp. Tja. Eine Sekunde. Eine einzige Sekunde. Und das ist richtig unglücklich. Das darf eigentlich nicht passieren. Tja. Die Space Warriors bekommen die Runde geschenkt. AEM forst nochmals rein. Und ich hat gemerkt, hey, mit Pistols und Kevlar ist das gar nicht mal so schlecht aufgegangen gerade. Konnte alle fünf Waffen rausnehmen. Auch wenn die Runde am Ende nicht aufs eigene Konto gelangt ist. Jetzt bisher erstmal die Ein-Mann-Unterzahl. Pass. Kallix. Doppeln die Mitte. Xanteros hört die ersten Steps in der Mitte im Connector. Später einfach rein, gibt den Deagle straight, aber Pass ist da und sie haben mit der Scout im 1 gegen 3. Trifft den ersten Schuss. Nur weiß, da kommt noch mehr. Kallix hat hinten gesehen, hat ihn gespottet. Ah, sie haben mit dem zweiten Anschuss und jetzt sind sie alle low. Oh, 6, 10, 22. Bloß kein Risiko mehr eingehen. Das Ganze jetzt möglichst sicher runterspielen. Und nicht noch hier irgendwie dem Zen die Chance geben, einen 1 gegen 3 Klatsch hinzulegen. Denn der kommt nochmal. Über den Connector. Hinten, da steht Pass. Lässt nichts mehr anbrennen. 13-5. Und theoretisch hätten sie jetzt ihre erste Byrons. Müssen eben durch die Force Barons eigentlich sparen, schließen sich trotzdem zwei Arcas zu kaufen. Dazu Deagles, Kevlar, ein paar Granaten, also versuchen es trotzdem. Und da hat Xanteros eine wichtige Info. Kann die erste AK disablen, natürlich die kann instant aufgenommen werden. Dann bleibt im etwa 2-2 Aufbau. Engine, Magea, hinten Jungle und Close an der Rampe. Pass auf Short. Gibt's eine erste Smoke. Oh, der Connector Molotov. Der natürlich macht sich bezahlt. Pass angeschossen. Auf 30. Magea piekt mit rum. Sind die Bombe stehen? Nächste Flash mit Magea noch reinpicken kann. Die Flashbang saß nicht allzu gut. Ein Engine muss aufpassen. Granat macht keinen Schaden. Sieht oben an der Treppe den ersten Mann stehen. Molotov kommt Richtung Default. Engine erfolgreich. Rigon, Resex müssen traden jetzt. Unterholz steht. Den holen sie sich. Kallix, Pass, angeschossen. Runter auf 70, auf 10. Und Rigon kann jetzt hier doch noch die sechste Runde für AM klar machen. Holt sich Kallix. Pass. Ein bisschen unlucky vom Timing her. Rigon hat 56 HP. Pass, guckt in Richtung Jungle, Richtung Rampe, Rigon defensiv. Er hat einen Kit, er hat eine Smoke, er hat eine Flash. Nur die Bombe tickt und tickt und tickt immer weiter. Und Rigon schaut, erwischt ihn auf dem falschen Fuß.
Sechste Runde AEM. Knappe Runde, am Ende aber erfolgreich. Und die Space Soldiers. Ohne Geld auf der Bank. Eine eigentlich sichere Anschlussrunde. Ich greife eine AK für Long Distance und der Scout. Ah, wir sehen es, da halten sie im Window nicht wirklich was aus. Nee. Das, war's mit der Runde. Mit der Pistol Eco. Jetzt aber. Byront mit AWP. Und jetzt für Kallax. Cantera ist angeschossen auf 50 und weiß jetzt, Rampe steht. Engine stellt sich close, peekt nochmal nach. Kann aber erstmal keinen sehen. Und Rigon hofft auf den Offensiv-Peak. Ohne Flash, Engine ohne Chancen. Ein Mann Überzahl. AM. Space Soldiers schieben auf Verdacht mal zu dritt auf den A-Spot. Pass hält B sehr defensiv, um da vielleicht schnell schieben zu können. Die Space Soldiers haben den richtigen Riecher. Und die Granaten, die fliegen erstmal ins Leere, ohne hier irgendwie Schaden zu machen oder nützlich zu sein. Xenteris, close, jetzt kommen sie raus über Palace! Reicht nur für einen, aber Kallax ist da, aus dem Jungle raus, CT, und da steht Magier und der Bombplant ist vereitelt worden. Resex, Zen, 2 gegen 2, Magier, Pass, AWP, M4, Molotov fliegt rein, er brennt an, bleibt noch ein bisschen im Scope drin, noch Magier, nimmt da ein bisschen Schaden des Molotovs in Kauf und die 30 Sekunden... knapp. Resex guckt Richtung Connector, sieht schon mal Pass stehen. Man weiß also, einer in Richtung CT-Spawn. Nur Magier. Wo ist Magier? Pass guckt nach unten, guckt nach oben Richtung Ticket. Trifft den Shot gegen Resex, aber es reicht nicht unter dem Sprung in der Luft. Warum geht er dieses Risiko ein? Ist ein 1-2. Zen mit der Chance, ohne Granaten, mit AK, Kevlar, Fuller vielleicht doch noch zu glänzen. Magier kommt von der Rampe aus rein und der Headshot fliegt. Runde Nummer 14 für die Space, nachdem der man natürlich hier zwei Runden holen konnte. Erstmals für AEM in der zweiten Halbzeit, aber dann ist schon Schluss. Dann ist direkt wieder Schluss. Man muss aufpassen jetzt, es ist die letzte Chance. Für AEM. Die letzte Chance, vielleicht hier nochmal dem 0-2 zu entgehen. Sie brauchen jetzt die Runde. Ansonsten wären die Space Soldiers sicher in der Overtime. Rex. Oh, sieht hinter Xenteris mit der AWP. Dann guckt erst doch mal Richtung Underpass, bevor er sich traut, auf dem A-Spot nachzupieken. Nur es ist eben jetzt Engine alleine auf dem A-Spot. Aber kommt Magier zur Hilfe. Unten, Rigon, schon rausgelaufen an der Rampe, guckt Richtung CT, macht ein bisschen Schaden gegen Engine. Gibt ein paar Granaten, Flashes, Molotovs in Richtung Stairs und Richtung Citrus. Aber AM kann da ein bisschen Platz beanspruchen, ein bisschen Raum einnehmen. Und AEM lässt sich sehr viel Zeit. Vielleicht auch, um gerade mit Zen über die Mitte noch einen kleinen Backstepper zu haben, sollte Pasta unvorsichtig werden.
Magia, Xanteras, immer noch 40 Sekunden und Pass hat keinen Fokus in Richtung Nuki. Und da steht Zen richtig gut. Überzahl für AM. Magia, keine Intros, Mitte noch steht. Kellex muss ins 1 gegen 3, kann er schaffen, gerade mit Kit, M4er. Der Molotov nimmt wichtige Sekunden raus. Unten macht Zen, schaut Richtung Window. Kellex zum Ersten. Switcht erstmal auf die AK. 9 Schuss im Magazin, müsste nachladen. Resex, Hectors, beide mit den AWPs. Kellex versucht es trotzdem, Außenconnector raus. Hectors, Resex. Oh, sie halten so ein kleines Crossfire. Stairs, beide im Blick, oben, unten. Und da kann Kellex nicht raus. Und das weiß er auch. Geht entsprechend auf Nummer sicher. Und somit heißt es, die Runde ist vorbei. Keine sichere 15 für die Space Soldiers. Vielleicht eine Chance für AM, jetzt noch ein paar Runden gut zu machen. Eine bessere Chance kriegen sie fast schon gar nicht. Denn die Space Soldiers haben null Geld auf der Bank, maximal 2,8, 2,5. Sind also, was die Bewaffnung und das Equipment angeht, deutlich im Vorteil. Und blicken einer eigentlich relativ einfachen Runde entgegen. Ah, schnelle Steps Richtung B. Kellex mit der AK auf kurz. Schaut in Richtung Nuki. Schaut Richtung Mitte. Regon. Unten mit der AK aus dem Underpass raus. Währenddessen sich Rex da einfach oben in Richtung Spot sneaken kann. Und der A-Spot ist offen. Auch wenn man Xanteras im Palace hat, könnte man jetzt einfach auf den A-Spot rauslaufen. Regon ist raus. Rex oben im CT. Auch da fliegt der Headshot. Überzahl. Space Soldiers. Mit bereits 2 aufgenommenen AKs. Sie schieben komplett in Richtung B und liegen vollkommen richtig. Kellex guckt Richtung Short, sieht schon mal selbst, der Schaden ist gut, fast 2 Mann raus, Hectors angeschossen, Lower P, Resex im 1 gegen 3, 40 Sekunden und er ist bekannt. Fünfzehnte Runde Space Soldiers, ganze 7 Map und Matchpoints. Xanteras, defensiv, links, die Smoke im Abbeam. Und da kommt vielleicht Rex bald raus. Ja, lässt man erstmal versucht, die Mitte einzunehmen über Underpass. Xanteras, oh, schneller Peak, Hectors raus. Auf kurz noch Pass, abgesmoked, doch er smoked sich einmal ab. Ah, hört die Steps, Xanteras mit 3, für den 4. reicht's nicht mehr. Und Pass macht den Deckel drauf. 16-8, die Space Soldiers gewinnen 2-0 gegen AEM auf Cash und Mirage.